Matthias, du hast uns einen Text mitgebracht aus unserem Archiv aus dem Jahr 1993. Er ist von Heinz Bude und es ist ein Text, der im Titel eine Frage stellt, eine abgewehrte soziale Bewegung. Warum hast du den Text mitgebracht und ja, also was ist daran heute noch interessant? Also ich habe ihn ausgewählt, weil ich ja ins Archiv geguckt habe und da hätte es auch andere Texte gegeben, die ich interessant fand. Das ist jetzt bei mir so, dass ich den Merkur noch nicht so lange so lese, dass ich jetzt sagen könnte, ich kann jetzt hier aus meinen frühen Lektüren den Bude-Text zum Beispiel als etwas erinnern, was ich damals gelesen hätte. Und der andere Text wäre zum Beispiel der sehr schöne von Carola Stern gewesen, wo ich mich dann auch gefragt habe, warum mich jetzt der Bude-Text mehr interessiert, weil der mich, glaube ich, mehr triggert in Bezug auf gewisse Art und Weisen, wie er das Thema, nämlich Rechtspopulismus heißt das bei ihm, Jugendlichen Anfang der 90er Jahre in dieser Aufwallung nach der Vereinigung von eben ja, sehr viel Gewalt, sehr viel Anschlägen und sehr viel überhaupt auch Diskurs nationalistisch aufgeladen, in denen damals ja sehr viele Bilder geprägt worden sind, die heute noch wichtig sind und worauf der Text sich natürlich bezieht, der dann 1993 erscheint. Also und der scheint mir eben interessant, auch in seinen, wie ich sagen würde, nicht so präzisen Beschreibungen des Themas, an dem er sich versucht. Also was an dem Text ja auffällt, man kann ihn eigentlich nur von heute aus lesen, also mit einer sozusagen sich fortgesetzt habenden Geschichte des Rechtspopulismus und wieder aufgeflammten Geschichte, ist, wie stark das da als Jugendbewegung geframed ist. Das geht ja bis dahin, dass er in den Strängen, die er so versucht, in der Herleitung, woher kommt das, wie kann ich es erklären, bis zur Popkultur geht. Das wäre etwas, was kommt einem heute ganz seltsam vor, also mir jedenfalls. Aber also wie würdest du das auch in der Relation zu dem sehen, was daraus geworden ist oder was heute Rechtspopulismus ist? Na, ich glaube, dass Rechtspopulismus wird ja häufig heute medial verwendet für etwas, was man eigentlich nicht so richtig rechtsextrem nennen will, zum Beispiel. Also die AfD ist ja zum Beispiel in die öffentliche Arena getreten mit aus Populismus, dann vielleicht irgendwie Rechtspopulismus. Also es sind irgendwie so wattiertere Bezeichnungen, wo man eigentlich merkt, dass die Medien auch eine Scheu haben, das Problem deutlich zu benennen. Friedrich Merz hat jetzt, da wir sprechen, vor ein paar Tagen ein Interview gegeben in der Zeit und sagt dann den Satz, er kann mit dem Begriff rechts nichts anfangen. Das sei ein Kampfbegriff von Leuten, die selbst links und grün sind, was natürlich eine Aussage ist, die sich sofort in den Sandkasten des Kindergartens überführt. Aber interessant ist daran ja trotzdem, dass er eben sagt, er kann mit diesem Begriff nichts anfangen. Und das ist, glaube ich, schon symptomatisch für eine politische und mediale Öffentlichkeit, die einfach dieses Problem auch in der Benennung schon permanent eigentlich nicht so richtig zur Kenntnis nehmen will. Und Aber das das schließt ja durchaus an den Text an, denn Bude sagt, das fand ich dann gleich am Anfang sehr schlagend, er sagt, in den 60er Jahren, als man mal irgendwo im Hessischen Landtag eine NPD hatte, da konnte man sich noch sagen, da schwemmt was über 1945 rüber, das sind Altvordere, die es immer noch nicht gelernt haben, aber jetzt hätten wir es mit etwas zu tun, also 1993, das aus der Gegenwart begriffen werden muss. Und zugleich mahnt er dann an, dass diese Langmut, mit der die Erwachsenen, wie er sagt, er framet es ja als einen Generationenkonflikt, dem bisher begegnet sein, dass der mit dazu beigetragen habe, dass sich so etwas überhaupt hätte entwickeln können. Also er wird da tatsächlich recht präzise und will es nicht dabei belassen, den Populismus als eine Formel zu nennen, die das Böse nicht beim Namen nennt, weil also dahin. Das fand ich auch einen interessanten Satz, weil der wiederum ja auch sofort anschlussfähig ist an die Debatten, die wir heute führen, dass er nämlich sagt, irgendwie halt dieses Problem, dass man dem vor allen Dingen mit Verständnis begegnet und mit der besorgte Bürger wäre das dann heute, mit solchen Figurationen und erstmal gucken will, was haben denn die armen Jugendlichen und was ist da bei denen schiefgelaufen. Das ist auf jeden Fall ein Satz, der dann auch vieles durchkreuzt von dem, was ich problematisch finde, weil der eigentlich relativ klar ist in der Ablehnung dieser Erklärung dafür, wie er ganz häufig Aufwallungen von rechts in meiner Wahrnehmung im öffentlichen Diskurs beschrieben werden. Bei der anderen Geschichte geht es ja darum, und da habe ich auch schon so ein bisschen gezögert, wobei jetzt mein Kenntnisstand der ganzen Literatur über die Jahrzehnte auch nicht so tief ist, aber dass er sich am Anfang bezieht auf Erwin K. Scheuch, diesen Soziologen, der den Satz schreibt, und den zitiert er auch doch sogar nicht ganz richtig. Ich habe das nochmal nachgelesen, wo er dann sagt, Rechtsradikalismus ist quasi normale Pathologie einer Industriegesellschaft, wobei bei Scheuch bei dem ersten Normal noch Anführungszeichen drumherum stehen.
Das ist eine Kleinigkeit, aber interessant daran ist eben, dass der Scheuchtext dann eigentlich auch versucht zu sagen, was auch wahrscheinlich richtig ist, dass er es abkoppelt von der Erfahrung der Nazi-Zeit, um zu sagen, es ist nichts spezifisch Deutsches, worin aber auch schon Fluchten gelegt sind, die wiederum möglicherweise später in so Entschuldungssachen reinführen. Und Scheuch selber, deswegen hat mich diese Quelle auch ein bisschen irritiert, ist ja eine Figur, die in den 90ern dann oder im Laufe seines Lebens, also damals eher, glaube ich, SPD-nah, später CDU und ganz spät dann, und das fing, glaube ich, in den 90ern spätestens an, übergelaufen ist zur Neuen Rechten, der Jungen Freiheit Interviews gegeben hat, die unterstützt hat. Ich habe Ute Scheuch noch zuletzt gesehen in einem richtig rechtsextremen Kampfblatt mit Foto. Also, genau, also sie führt das fort. Genau, also insofern ist Scheuch wäre auch eine Figur, an der man eigentlich die ganzen Diagonalkarrieren, wenn man es mal so nennen kann, die einen ja heute auch sehr stark beschäftigen, wenn nicht belästigen, von diesen Leuten, die sagen, dass sie mal links gewesen seien oder es noch seien und dann habe sich die Gegenwart geändert. Also der ganze politische Korrektheitsdiskurs läuft ja über diese Entschuldigung zu sagen, nicht ich habe mich geändert, sondern die dumme Gesellschaft außenrum ist halt immer linksversiffter und immer linksgrüner geworden und deswegen bin ich jetzt plötzlich rechts, aber das bin ich eigentlich gar nicht. Und bei Scheuch wird das natürlich affirmiert durch diese späten Handlungen, also wo es dann ja auch Verbindungen gibt. Und wenn jetzt Ute Scheuch da ankommt, ist das nur konsequent. Da sind ja Leute in Kontexten, wo er dann auch Initiativen gründet, mitgründet, mit Martin Hohmann und Karl-Heinz Weißmann, alles Figuren, die heute da sind, wo man sie damals schon vermuten konnte. Also das finde ich so ein bisschen problematisch, diesen Bezug, obwohl das Zitat wahrscheinlich eine gewisse Gültigkeit hat und trotzdem nicht so richtig weiterhilft bei der Erklärung, womit wir es da eigentlich zu tun haben. Und dass es wiederum noch jugendkulturell und popkulturell definiert wird, das hat, glaube ich, schon stark mit der Erfahrung der 80er Jahre zu tun, als eben diese Skinhead-Bewegung nach rechts oder durch rechts sehr stark konnotiert wurde und eben als jugendliches Phänomen begriffen und beschrieben wurde. Und da ja auch wiederum so eine Verzögerung eingetreten ist in der gesellschaftlichen Befassung, weil der Film zum Beispiel und auch die Medien, glaube ich, sehr stark an dieser Figur festhängen. Also die brauchen praktisch, um einen Neonazi zu erkennen, brauchen sie die Glatze, die Bomberjacke und die Springerstiefel. Da gibt es einen sehr schönen Spot von den Leuten, die das NSU-Tribunal gemacht haben, diese doch ehrenamtlich organisierte, sehr große Wissensagglomeration von lauter Sachen, die eben öffentlich nicht rausgefunden worden sind. Und da gibt es so einen tollen Film, wo dann so eine auch etwas drollig wirkende Frau so ganz naiv Leute auf den Kudamm anspricht und fragt, was würden Nazis niemals tun? Womit fahren Nazis? Mit Fahrrädern? Nee, mit Fahrrädern kann ich nicht. Autos, ja. Welche Marke kann ich jetzt nicht sagen, aber schon Autos, nee. Also Fahrräder ist sowas Friedliches. Und in diesen Antworten ist eigentlich dieses ganze Problem, dass die mediale Wahrnehmung von Rechtsextremismus, rechter Gewalt festhängt an diesem in den 80ern stark geprägten Skinhead-Bild, ist eigentlich in diesem tollen Spot total leicht zu erkennen, weil man merkt, wie träge praktisch die Leute sind. Weil natürlich der NSU ja dafür bekannt war, dass die beiden Terroristen da mit Fahrrädern zu den Anschlagsorten oder Banküberfallorten gefahren sind, um dann mit dem Wohnmobil zu entschwinden. Hm. Wobei die, also einerseits hatte ich den Eindruck, ist das Befremdende, dass hier der Rechtsradikalismus, und zwar ein gewalttätiger, als Teil einer Jugendrevolte, Provokationslust etc. Beschrieben wird. Aber es erhält es auch nicht durch. Es kommt auch ein Erklärungsmotiv ganz stark, das heute auch noch diskutiert wird und sehr häufig benannt wird, das Gefühl des Kontrollverlusts des Staates. Also er sagt, damals heißt es noch die Asylfrage, würde dann heute eher als Migration, unter Migration gelabelt. Angesichts einer Politikverdrossenheit, die um die 90er Jahre um sich greift, was man daran sieht, dass es dieses Wort jetzt plötzlich gibt, haben die Leute das Gefühl, dem Staat ist nichts mehr zuzutrauen. Und jetzt gibt es einen Kristallisationspunkt, an dem sich solche destruktiven Energien legen können. Das ist dann aber doch noch etwas, was wirklich in die Gegenwart weist. Denn ich lese das praktisch in jeder zweiten Analyse. Das finde ich auch. Des Populismus. Ja. Also genau, eher des Populismus als des Rechtsextremismus. Ja, wobei dann die Frage wäre, was wäre wem zuzuordnen. Aber
Aber das fand ich auch einen interessanten Punkt. Und da würde ich fast denken, dass natürlich sein Gespür als in der Zeit lebender Mensch wahrscheinlich schon interessanter ist, vielleicht als jetzt die Belastbarkeit dieses Befundes. Dass also das damals diskutiert worden ist. Ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendwann versucht herauszufinden, wann dieser Politikverdrossenheitsbegriff so angefangen hat. Wobei das natürlich als Nachgeborener ein bisschen schwierig ist, wenn man die ganzen Debatten nicht erlebt hat. Und der ist, glaube ich, schon so ein bisschen älter. Ich habe das damals irgendwie durch so eine Archivsuche bei Strauß oder so Ende der 70er lokalisieren können. Und da war es auch noch ein bisschen anders gemeint. Aber diese Bemerkung, dass er, was er, glaube ich, politische Handlungsunfähigkeit nennt, dass die damals schon da ist und die jetzt ja ganz viel von dem nährt, was irgendwie von rechts auch benutzt und vor allen Dingen auch betrieben wird. Also es geht ja gerade darum, quasi den Leuten zu sagen, traut dem Staat nicht mehr, es gibt einen Kontrollverlust und so weiter. Also 2015 darf sich nicht wiederholen und damit ist gemeint irgendwie halt, dass wir hier unkontrolliert und so weiter Versagen von staatlichen Organen haben. Und das ist ja wiederum bei all dem, was jetzt meinetwegen in der, während der Corona-Pandemie passiert ist, gibt es natürlich irgendwie Fehler und so weiter. Aber es gibt ja auch irgendwie, und es gibt auch viel Nachlässigkeit, wo wir, glaube ich, auch alle ein bisschen überrascht sind, wie wurstelig die Politik dann ist in ihren widerstreitenden Interessen. Aber es gibt natürlich trotzdem auch noch Handlungsfähigkeit. Insofern ist das schon bemerkenswert, dass er da das damals schon irgendwie als, würde ich fast sagen, eher als so ein Gespür oder sowas nimmt. Vielleicht ist es aber auch eine fehlgeleitete Beobachtung oder These. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich meine, indem er das als Jugendbewegung framed und dann irgendwie auch immer in diesem Revolte-Modus erklären muss, sind natürlich auch die Lösungsoptionen irgendwie so Erziehungsmaßnahmen. Oder man muss ihnen, die Öffentlichkeit muss erziehend wirken. Und dann zitiert er ja ganz lange Nölle Neumann. Und das, ob das eine Möglichkeit sein könnte, was ihm aber wieder gar nicht zu gefallen scheint, sind die Lichterketten, die damals sozusagen die öffentliche Gegenreaktion darauf waren. Also da finde ich den Text selbst widersprüchlich. Ja, wobei er das nachher wieder einholt. Also erst distanziert er sich so ein bisschen ironisch davon und findet es eigentlich lächerlich. Und dann gibt es so einen Satz, in dem er, ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber so im Sinne sagt, aber eigentlich kann man sogar dankbar sein, dass sie das gemacht haben, denn schließlich wird hier so etwas wie eine öffentliche Meinung ist gleich ein Über-Ich installiert. Und das ist der Fels, auf den diese Jugendbewegung treffen wird, und daran sieht sie dann wirklich, sie ist nicht mehrheitsfähig. Ich meine, auch da gibt es ja eine interessante, in dem Fall nicht diagonal, sondern vielleicht eher so gerade lineare Karriere, dass Giovanni Di Lorenzo damals der Initiator der Lichterketten gewesen ist, der mit der Zeit heute ja eine sehr prägnante Position, eher so eine Appeasement Erziehungsposition. Also wir bleiben offen den verträglichen Rechten gegenüber, öffnen denen auch das Blatt bis zu einem Punkt. Und also auch da gibt es ja so eine Kontinuität der Reaktionsweisen. Ich meine, was bei Bude so fast unterprofiliert bleibt und heute ja sehr umstritten ist, ist, sagen, wie stark das eigentlich so eine DDR-Nachfolgegeschichte ist. Also bei Bude ist es ja mehr so ein, da pubertieren halt welche. Aber heute wird es ja sehr stark auch gelesen, auf, dass es eine sehr ostspezifische und aus DDR-Reaktionsweisen herstammende Bewegung. Genau, wobei ich da auch nicht sicher bin, ob das immer so stimmt, weil das ja vor allem viel mit der Vereinigung zu tun hat und auch dem, was da wirklich an nationalistischen Ventilen geöffnet worden ist. Was ich damals, war ich zu jung, glaube ich, um das richtig zu verstehen. Aber wenn man sich das Bild heute anguckt, zum Beispiel der Vereinigungsfeier am 3.10. vorm Reichstagsgebäude, das ist schon ein irres Dokument. Wieder, also sowieso Lothar de Maizière ist, glaube ich, ganz, ganz links eventuell noch im Bild, aber sonst steht da halt der ganze Westen, der jetzt das Ding übernommen hat und singt dann so tapfer auch gegen so schon ein gewisses Gebur und so weiter an. Die Hymne, was dann auch irgendwie ein relativ unwürdiger Akt eigentlich ist. Dann gibt es sowieso Silvesterfeuerknaller und dann gibt es, das war in diesem Treuhand-Vierteiler auf Netflix ganz interessant zu sehen, wird dann eben mal zum Alexanderplatz geschaltet, wo eine Demonstration, eine große dagegen stattfindet und wo dann jemand, der dabei war, wie Freko Over aus der Hausbesetzer-Szene sagt, das war so der erste Tag, an dem die westdeutsche Polizei mal im Osten losknüppeln konnte irgendwie. Also das Nebenher und dieses Gespür dafür, was da an Nationalismus aufbricht und was ja auch extrem gepusht worden ist durch die, ja, letztendlich auch durch die Kohl-CDU. Also diese Übernahme, dieser Shift auf den Demonstrationen, das ist ja,
wenn man so Leipzig sieht, wir sind ein Volk und dann gibt es da quasi die Überlegung, wie kann man das für uns gewinnen und in Dresden Anfang Dezember verteilt die CDU dann die Deutschlandflaggen und alle sagen, wir sind ein Volk irgendwie. Und damit sind so die ganzen Utopien, die Leute wahrscheinlich gehabt haben. Also wenn man jemanden wie Thomas Heise, den Filmemacher, fragen würde, der würde das sofort beschreiben als eben das Abtöten von all dem, worum es quasi vor dem 9.11. gegangen ist und was da an Wachheit in den Leuten drinne war irgendwie. Dass dem werden dann diese Deutschlandfahne in die Hand gedrückt und Helmut Kohl hingestellt. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das ein merkwürdiger Moment war und ich auch irgendwie damals, trotzdem ich sehr jung war, so Angst davor hatte, was da so an Räder auf einen niederprasselt und dieses Deutschlandselige da drin. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um das zu verstehen, was da eben dann in den frühen 90er Jahren passiert, wobei man auch sagen muss, und das ist natürlich etwas, was Bude dann überhaupt nicht auf dem Schirm hat, wobei er wahrscheinlich dafür aber auch zeitspezifisch ist, dass es natürlich seitdem schon eine ganz, ganz lange Kontinuität von rechter Gewalt in der Bundesrepublik, auch in der DDR, gegeben hat. Beides ist jetzt an dem, glaube ich, entscheidenden Punkt seit 2011, nach der Selbstenthaltung des NSU, stärker in den Fokus gerückt. Dass wir also das Oktoberfest-Attentat von 1980, das nach wie vor, so blöd das klingt, der Anschlag ist mit den meisten Opfern, das sofort aber irgendwie aus dem Bewusstsein, aus dem Gedächtnis der Leute verschwunden ist. Es gibt in den 80er Jahren Duisburg, Schwandorf, Brandanschläge, die im Prinzip das vorwegnehmen, was dann mit Mölln, Solingen und Lübeck passiert. Und da ist dann Bude auch interessant. Ich meine, er wird den Text wahrscheinlich ein bisschen früher abgegeben haben, weil er sagt, so das endet dann im November, Dezember 92 endet das alles, aber Ende November 92 ist der Anschlag in Mölln und im Mai ist er in Solingen. Und also das sind so Sachen, wo man merkt, dass da offensichtlich vieles nicht wahrgenommen wird, was wahrscheinlich aber auch spezifisch für diese Zeit ist, weil es auch ein viel größeres oder ein viel geringeres Bewusstsein dafür gibt, was das eigentlich bedeutet und dass diese Anschläge irgendwie aufeinander aufbauen und dass die irgendwie miteinander zu tun haben. Da würde ich also sagen, interessiert er sich nicht für, aber ist wahrscheinlich auch so, dass das in dieser Zeit viele nicht zur Kenntnis genommen haben. Und ich meine, diese ganzen Statistiken sind ja auch aus Sachen, die nach 2011 überhaupt ins öffentliche Bewusstsein gedrungen sind. Die Zahlen sind immer noch verschieden von den Leuten da, die da forschen und Opferorganisationen. Die zählen viel mehr, als offiziell von der Bundesregierung anerkannt sind. Und es gibt es vor allen Dingen offiziell erst seit 1990 und die ganzen Toten davor. Ich habe jetzt mal so überschlagen, also da sind auch schon 50 Leute in den 80er Jahren oder knapp 50 Leute gestorben. Und daran wird ja heute immer noch geforscht. Also in Hamburg gibt es eine Initiative, die jetzt immer noch mal guckt, was sind denn da für Anschläge gewesen oder Leute umgebracht worden, wo man damals das nicht sehen wollte und wo man das damals auch vor Gericht weggeredet hat, was in den 90er Jahren ja auch ganz häufig passiert ist. Wobei das Framing, ich kann mich an die Fernsehbilder erinnern und an sehr, sehr vieles, wo auch von den Kommentatoren der damaligen Zeit gesagt wurde, das sind zornige junge Männer, die sehen keine Zukunft, die sind entwurzelt, die hat die Wiedervereinigung zu einer Zeit erwischt, wo es nicht schlimmer hätte sein können. Und das wurde in der Tat natürlich zunächst mal als ein solches Problem auch von anderen beschrieben. Insofern, also das scheint mir durchaus keine Erfindung Budes zu sein, sondern da nimmt er auch einen Diskurs auf, der über die Fernsehbilder mit präformiert war. Was aber interessant mir daran scheint, ist, dass er damit diese Frage stellen kann, woher kommt eigentlich dieses ganze Verständnis? Also was bedeutet es, einer solchen Radikalität zu begegnen und jede weitere Eskalation immer weiter damit zu beantworten, zu sagen, also irgendwas muss doch da auch sein, da muss doch ein legitimer Kern sein, wenn die sich alle so erregen, weil sonst gäbe es das doch nicht. Also es gibt dieses Framing ist seltsam und vielleicht unangemessen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der heutigen Erfahrungen, aber es benennt die Frage, kann man und soll man es verstehen, die heute ja weiterhin kontrovers diskutiert wird. Das ist interessant, weil in dem Verständnis natürlich was drinsteckt, was grundsätzlich natürlich irgendwie richtig ist, weil man muss sich mit dem Phänomen sich beschäftigen. Aber die Frage ist ja, warum ist das Verständnis auf der Seite so groß? Und man könnte fast sagen, wiederum etwas weiter den Fokus aufgezogen, aufs Mediale gespiegelt, dass es in meiner Wahrnehmung auch viel mehr Verständnis für Leute gibt, die da von rechts in den Diskurs reindringen oder drinnen stehen oder solche Scharnierfiguren sind. Da wird also sehr sanft irgendwann darüber geredet, dass die ja eigentlich klug sind, aber jetzt haben sie sich vielleicht ein bisschen verrannt und so weiter. Also der Kredit von diesen Leuten ist sehr, sehr groß, wo man umgekehrt sagen könnte, alle linken Positionen haben es viel, viel schwerer, in diese Arena der Öffentlichkeit hineinzukommen.
Und ich glaube, dieses Verständnis hat eben, oder das wäre eigentlich was, wo man heute nochmal gucken müsste, wo ich glaube heute, dass der Diskurs vielleicht weiter ist. Vielleicht bin ich da aber auch jetzt, würde mich Wilhelm Halbmeier sofort eines Besseren zeigen. Vielleicht gab es das damals auch schon, aber diese Idee, dass man, also wo kommt eigentlich das Verständnis her? Wo kommt das Verständnis her, dass man mit dem selber als sich bürgerlich empfindend von rechts nicht so richtig reden will und dass man eben Verständnis für die Leute hat? Und das sind, glaube ich, so unhinterfragte Allianzen, die man so spürt. Das ist einem irgendwie näher. Es gibt auch zum Beispiel... Aber Bude macht ja, gibt ja eine Antwort, wenn ich mich recht entsinne. Dadurch, dass er das sagen kann, hier sind die Erwachsenen und da ist ein Teil von Jugendlichen, die aus welchen Gründen auch immer zu entgleisen drohen, kann er ja tatsächlich eine Antwort geben. Die sagt, diese Erwachsenen sind selbst aufgewachsen in dem Bewusstsein davon, dass ihnen von überall Autorität entgegenkommt und sie belehrt und sie ihr Verhalten nach Konventionen beurteilt und sie haben gelernt, dass das eigentlich Unrecht ist. Und im Grunde genommen ist das, was sie als eigene Emanzipationsgeschichte ihrer Jugend oder ihrer heranwachsenden Entwicklung gelesen haben, geben sie nur weiter an die nächste. Nur ist es jetzt nicht mehr eine Emanzipation von links, sondern eine Emanzipation, die mit rechten Inhalten kommt. Und deswegen sind sie hilflos. Das ist halt so eine Sache, dass man immer sagt, es geht ums Provozieren, weil es vielleicht irgendwo auch geht. Also er beschreibt das, glaube ich, auch bei so Lehrern, dass man die dann mehr schocken kann mit, genau, mit solchen Parolen. Und dann kommt ja auch diese Parallele rein, wo er kurz mal die Popkultur streift und den Punk erwähnt, wo man sagen muss, man kann darüber heute wahrscheinlich auch anders denken. Aber damals war es ja ein Spiel mit Zeichen, das in einem anderen Kontext stattgefunden hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Text nimmt, den Ulrich Gutmeier im Frühjahr im Merkur veröffentlicht hat, der wirklich ein sehr toller Text ist, wo nochmal viel genauer geguckt wird, wie denn eben zum Beispiel die deutsch-amerikanische Freundschaft in Kebab-Träume irgendwie mit Sachen, mit Zeichen spielt. Da kann man sagen, das wären heute Verhältnisse oder Spielereien, die schwieriger würden, verstanden zu werden, auch in diesem wahnsinnigen Social-Media-Kontext, wo Ironie und so weiter noch was anderes geworden ist, wo Sachen sich verformen, wo Memes irgendwie eigene Karrieren hinlegen. Aber für damals hat das natürlich eine ganz andere Feinheit oder ist ein komplexeres Thema, als Bude das beschreibt. Insofern ist das, das damit reinzuzählen, finde ich, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig und nicht richtig haltbar. Ja. Ich meine, dieses ganze pädagogische Paradigma, in das er es irgendwie schiebt, ist ja auch eine Entpolitisierung. Also würde ich jetzt den Text schon vorwerfen. Also das, also es beginnt schon mit diesem Normalisierungszitat von Scheuch und dann bleibt es so. Es ist ja auch ein Versuch, es irgendwie nicht für nicht zu schwierig oder zu problematisch zu halten. Wozu ja auch die Auskunft gehört, es sind 7000 Jugendliche, die ganz schön viel Lärm machen können. Aber wenn wir den Kriminalstatistikern glauben, dann ist es eine letztlich verschwindend geringe Zahl von Leuten, die halt Lärm machen können. Auch das trägt ja auch zu einer Entpolitisierung bei. Also es ist tatsächlich eine Anomalie. Also der Text ist so ein bisschen so eine Allzweckwaffe, weil er hat manche gute Kniffe, damit kriegt man irgendwie das Rohr gut geflickt, aber dann passt manchmal die Zange nicht so richtig zu der genauen Schraube, die man da drehen müsste irgendwie. Und dazu gehören eben auch die Sachen, dass er dann aus diesem popkulturellen Phänomen der Skinheads der 80er Jahre zu sehr vielleicht da hängen bleibt. Und das hat sich auch mit 2011, glaube ich, stark gewandelt, dass man plötzlich ein ganz anderes Phänomen hat von wer macht jetzt hier eigentlich, wer verbreitet rechtsextreme Gewalt und so weiter. Also diese Einzeltäter sind natürlich auch junge Leute, könnte man vielleicht auch damit erreichen, muss man sogar wahrscheinlich sagen, präventiv kann jemand wie der Attentäter von Halle ja eigentlich wirklich fast nur durch sein Umfeld vorher enttarnt werden oder irgendwie erkannt werden. Weil der sitzt zu Hause in seinem Kinderzimmer, hat mit keinem Menschen Kontakt außer seiner Mutter. Und wenn die nicht checkt, dass der sich gerade irgendwie dazu entschließt, Waffen am Computer auszudrucken, um irgendwie dem Internet was vorzuspielen, dann gibt es da praktisch keine Möglichkeit, so einen Menschen vorher zu finden. Was natürlich leichter gewesen sein mag, obwohl das ja die Geschichte zeigt, dass es auch davon nicht Gebrauch gemacht worden ist, wenn man wusste, wo die sich treffen, wo die rumhängen, wo die aufbrechen, um irgendwie, also Gruppen von eben Skinheads und jungen Leuten, die sich gegenseitig hochpushen, um dann andere zusammenzuschlagen oder gar zu töten oder so. Insofern, da ist halt Bude manchmal so grob und ungenau und dann ist er wieder irgendwie relativ präzise, zum Beispiel in der Beschreibung dessen, was Terror ist. Dass natürlich Media Coverage dazu beiträgt, wo man auch sagen würde, ja, das könnten die Medien heute vielleicht auch mal verstehen, dass ihr Anteil darin besteht, immer wieder fasziniert auf diese Sachen zu schauen, dass das mit dazu beiträgt, weil natürlich Terror genauso funktioniert. Es ist eigentlich eine Geste der Ohnmacht,
die wird nichts im Ganzen ändern, hat aber konkret, das ist ja auch das, was bei den NSU-Morden der Fall war und bei jedem dieser Morde, es werden einfach Leute umgebracht, von denen die Leute, diese rechtsextremistischen Attentäter, denken, dass die umgebracht gehören, und sie senden damit ein Signal aus, an dem sich diese ganze Szene irgendwie, an denen sie sich labt und füttert und irgendwie weiter, also auch diese ganze Iteration von solchen Sachen, dass dann irgendwie Breivik auch wiederum zu weiteren Anschlägen geführt hat und dass dann in diesen Manifesten stellenweise mit Copy-Paste gearbeitet wird, weil die alle irgendwie ein Bild und einen Modus bedienen, ja, den sie da irgendwie gesehen haben. Aber ganz offensichtlich konnte man 1993 als ja durchaus scharfsichtiger Beobachter noch davon ausgehen, dass so etwas wie ein Block der Erwachsenen, der öffentlichen Meinung, des moralischen Korrektivs da ist, der seinerseits dafür garantiert, dass das andere eine Anomalie bleibt. Das ist ja dann auch etwas, was sich post hoc nicht mehr ganz so... Ja, vor allem ist das ja eine schöne Pointe, dass man mit dem Nölle-Neumann-Zitat ausgerechnet von ihr, könnte man heute die ganzen Quertreiber, wie die so ihr ganzes Leben auf diesem dagegen sein oder diesem merkwürdigen Martensteins, Fleischhaus und so weiter, die immer diese Opferpose brauchen. Nölle-Neumann sagt ja einfach, was hilft, ist Pönalisierung. Die Leute, wir müssen einfach quasi merken, das ist nicht cool von der Gesellschaft, und natürlich, wenn dann irgendwie auch noch bei Leuten, die Taten begehen, Bestrafe dazu käme, dann würde das, und keine Öffentlichkeit gegeben wird, dann würde das Problem wahrscheinlich schon, würde die Leute zumindest nicht bestärken darin, dass es gut ist, sowas zu machen. Das fand ich auch ganz lustig, dass man das Nölle-Neumann-Zitat eigentlich heute, da würden ja diese ganzen Inkorrekten aufs Dach steigen, Nölle-Neumann, um ihr zu sagen, dass das aber überhaupt nicht geht, dass man hier als ein Opfer ist von dieser schlimmen Gesellschaft, die aber immer vorschreiben will, was man so denken hat. Wir danken. Bitte sehr.